Also, heute spielen wir hier Gartic Phone zusammen mit Julia Leischig, Sugar, auch bekannt als Larcraft, mit Laukas und mit Niki. Und extra für deinen Zuschauer achte ich nicht auf Rechtschreibung. Ist nichts Besseres eingefallen. Natürlich. So, erstmal. Paul ist da. Hi. Oh. Okay, dann kannst du in der zweiten Runde mitspielen, ne? Ja. Ja. Ich glaube, man könnte man sogar richtig beschreiben. Okay, was zur Hölle? Okay. Junge, was ist das? Was ist das? Okay. Ein Typ isst bunte Tacos auf dem Mond. Ist nichts Besseres eingefallen. Das waren wirklich Tacos? Was? Ich wollte zuerst Tacos schreiben, aber Alien dann habe ist ich Eis gemacht. Bodenlos auf dem Mond. Was? Warum ist das ein Alien? Ich wusste nicht, wer Alien das war. bodenlos auf dem Mond. Passt schon. Ja, okay. Warte mal. Ja, immerhin sind wir auf dem Mond geblieben. Wir sind auf dem Mond geblieben. Larcraft strippt an einer Stange. Ich wusste nicht, wie ich das besser zeichnen soll. Stimmt, ich hätte macht Fohlen einfach dämpfend darüber und ist happy dabei. Was hinschreiben sollen. Das ist Larcraft. Eine Oma ist am Lachen. Wie findest du das? Sieht aus wie eine lachende Oma. Also, ich habe erst probiert, ein normales Gesicht zu machen. Dann ist mir aufgefallen, ich muss ein richtig happyes Gesicht machen. Achso, weil und das das hat Happy sich dabei. dieses Psycho-Gesicht hat sich dann daraus entwickelt. Eine Möwe klaut Julias Nudeln. What? Oh. Ey, Ich bin dumm. das habe ich gut Stimmt, das war erraten. wirklich eine Möwe. Ich bin dumm. Eine Möwe, die einem heißt, klaut Julia seine Nudeln. Bye, Loser. Julia wird von einem Schmetterling gemobbt. Hinterfrag's nicht. Julian wird von einem Schmetterling gemobbt. Die Sache ist, also, ich habe nicht auf diese Möwe geachtet. Ich habe nur Flatter, Flatter gesehen und diese Sterne da und dachte, das sind Schmetterlinge. Julian löscht seinen Kanal und weint. Dem Junge wurde sein ACC gelöscht, Titi. Er ist richtig traurig. Julien weint, weil sein Oh! YouTube-Kanal gelöscht worden ist. Alter, was? Es ist Ich einfach wieder komme gleich. zurück. Mario küsst Luigi und Peach sieht es. Sie ist schockiert. Okay, wie ist das daraus geworden, was ich am Ende gesehen habe? Mario und Luigi kommen zusammen und Peach erwischt sie. Achso, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Okay. Was? Jetzt Was? weiß ich, wie Guckst das du, wie passiert. Mario und Luigi sich Was? gegenseitig anpinkeln? Ja, nicht die. Er hat nicht verstanden, die kommen zusammen. Er hat verstanden, die kommen zusammen.
Okay. Was? Warum immer im Weltraum? Was? Okay. Ich bin immer unfähig, diese eine Person zu malen. Dann schreib doch einen Namen drüber oder so, oder mach irgendwo einen Namen hin, dass es Sinn macht. Warte, schon wie viel haben deine Videos auf deinem Zweitkanal gesehen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe 6 Abonnenten. Okay, also ungefähr 3 Leute. Also ich bin eine Person, du und Paul. Das sind 3 Leute. Okay, also... Okay. Was steht da? Schilk? Okay. Krasses Bild auf jeden Fall. Perfekt. Jo. Oh. Okay. Das will ich zeichnen. Ja. Warum? Okay. Du bist irgendwie der Protagonist von Gartic Forum. Junge, alle wollen mich mal bullien, ne? Aber jetzt bulle ich jemand. Was Komis Markenzeichen? Ich weiß nicht. Blaue Mütze, glaube ich, oder? Mach immer so ein Sprachfeld, was jemand beleidigt, das passt. Okay. Du, was hast du eigentlich gegen Glatzköpfe? Ich hab nichts gegen Glatzköpfe. Ja, natürlich. Das heißt ja, dass du bald was gegen mich hast. Oh. Ich habe jetzt schon was gegen dich. Was hast du gegen Nikos Vater? Stimmt. Okay, das sieht... Also wenn das jemand erkennt, Respekt. Ich hab auch einen Kopf. Okay. Was ist denn? Oh. Armer Hund. Oh nein, kann das sein, dass ich Julians hab und ich es nicht errate? Hört man das Brüllen? Ja. Meine Nachbarn bohren gerade. Achso, nee. Das hat man nicht gehört. Man hat so ein Rumgefummel an einem Headset gehört. Was denn jetzt heißen? Ja, keine Ahnung. Ich hab einfach ja gesagt, weil ich nichts gehört habe. Da. Da kannst du nicht den echten Namen vorlesen. Ich werde dir Brot, aber Tom ist Paul. Go, wie Cutie schon rein. Oh. Das habe ich nicht. Oh, ich weiß, was daraus Paul geworden ist. Spaghetti, maybe Julius, auf einem Hügel. Ja. Ach, der Hügel aus der letzten Runde noch. Jemand steht auf einem Hügel und zwei andere vielleicht daneben. Maybe. Drei Menschen, davon ein Paar, schauen Sonnenuntergang an.
Julia Leistschick sucht ihren Schlüssel bei Vermisst. Ach so. Ach, da steht Leischig. Einen Schlüssel, der vermisst. Ich dachte oben rechts. Guck mal oben rechts. Ich dachte, da steht Komi. Wir werden den Schlüssel finden. Komi also, ist Player 1 und sucht einen Schlüssel. Ich konnte. Fuck. Player 1 muss Schlüssel für Kiste finden. Perfekt. Paul und Lukas und das epische Battle. Schätzfragen. Oh. Ich glaube, ich weiß, was daraus wird. Zwei Menschen in schwarzen Anzügen haben ein Battle auf mich. Oh, jo. Oh. Jünger schlägt den Hater Pato nur auf. Warum Part 2? Er hat den Kopf, habe ich noch gefragt. Er hat keinen Kopf. Jemand schlägt Leuten in Jünger. Aber warum Part 2? Weg, weil das lag. Weiß ich nicht. Ja, Part 2 hat sich eh dran, ne? Der eine Dislike. Mario überfährt Julia. Oh, oh. Warte, ich weiß auch, was daraus geworden ist. Oh. Mario überfährt Julia in Mario Kart. Ach, Mario Kart. Ach so. Mario überfährt in seinem Auto Luigi. Mario fährt Luigi an. Okay. Was war das überhaupt am Anfang? Ach so, Julia möchte Luigi. Ich bin von der Parallelklasse. Ja, Julian, du bist jetzt Luigi. Ein Baby weint, weil Batman seinen Schnuller für sich nennt. Das sollte ein Schnuller sein? Ja. Der Blick. Ein Baby weint, weil Batman den Schnuller gelaut hat. Oh, ich habe das klar vergessen. Batman schenkt für ein Baby. Einen das ist ein Schmetterling. Versandin bedankt sich bei Batman kleiner als 3. Das war ein Schnuller. Einmal ein Schmetterling. Das war wirklich aus dem Schmetterling. Was leite ich? Also, ich dachte, es wäre eine Metapher. Sagt Glatzkopf, dass er Weg gehen soll. Oh nein! Nein! Ich wollte eigentlich das anders schreiben. Julia versucht, einen Glatzkopf mit Sixpack zu verscheuchen. Warum hat der Glatzkopf jetzt ein Sixpack? Hast du verscheucht, Udo mit einem Kruzifix? Lukas, warum hast du ein Kreuz gemalt? War ich hier von mir Glatzkopf? Dieses Sixpack auch. Warum Uhu? Hä? Ich weiß es nicht. Julia ist eine Hähne auf dem Mars. Das sieht eher aus wie ein Delfin. Oh nein, ich weiß, was daraus wurde. Ich weiß, was daraus wurde. Auf dem Mara. Was? Was? Wo ist dein Schwein? Dino Doggy Hamster. Was? Dodge. Der Dodge den Hamster. Dinosaurier einfach. Dodgt einen Hamster. Das mach ich auf. Wurde ich nochmal kurz family friendly gemacht? Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Komm, wir sind die Racists der Lobby, ne? Oh nein. Okay. Ja, ich glaub's passt. Ja. Junge! Was? Was ist das? Okay, ich muss kurz googeln. Danke fürs Zitieren übrigens. Kein Problem. Weißt du, Komi, du bist nur hier, weil ich dachte, es könnte nicht noch schlimmer werden.
Okay. Bemerkt ihr eins? Schlimmer? Geht nee, ever. Hahaha. Ganz normal ein Hund. Warte, was? Was? Okay. Was? Warte, was? Warte, was? Was? Also der Vogel. Also ein Emu. Könnte sogar sein. Was? Warum weiß niemand, ob ich Luigi bin? Was? Was? Und ich hasse es, mich selbst zu malen. Ich auch. Ey, was ist Nikos Zeichen? Keine Ahnung. Mach doch einfach ein Namensschild. Nee, ist jetzt zu spät. Okay. Ja. Was? Okay. Pfötchen? Wir sollten mal themenbasiertes Malen machen. Ja. So ein Überthema. Was? Okay. Was? Fang ich mal an. Okay. Lukas geht auf die Straße und schlägt gelbe Autos. Lukas schlägt zwei Taxis. Warum heißt du mir, gell? Double clap? Typ sagt Double clap und das sind zwei Taxis. Elmo help. Ein Platzkopf, Double Flap, zwei Taxis. Jo. Nichts gegen Glatzkopf. Warum hat er einen Stock in der Hand? Warum ist die ganze Zeit? Nein, das soll. Ich wollte was hinschreiben. Er soll so A stehen, so irgend so einen Krieg schreiben, was weiß ich, aber ich hab's nicht mehr gezeitig geschafft. Ach so. Lakraft und Nini spielen den tiefe Julia Leistchik. Uhu. Zwei Mädchen reden mit Glatzkopf über Tee, der nicht gefunden wird. Über Glatzkopf. Eine Person trinkt Sprite, doch die anderen wollen Tee. Warum selbst Sprite? Da steht No Tee Sprite. Dunkelgestalten finden heiliges Sprite. Die heilige Sprite. Sag nicht Dings, an The Forest. Ich erfühle. Nice, Lukas. Uhu, erfühle, ja, bitte einen Wunsch. Ist, oh nein. Genie, Duolingo Blau, kommt aus Flasche und Person will Haus. Ach so, ein Genie. Das war Ninja Schlaue Cheese. Duolingo Eulenflaschengeist soll ein Haus sein.
Was zum... Was ist das denn? Was? Das ist ein blauer Duolingo-Haus-Flaschengeist. Julien klont sich und greift Obama und Nico an. Julien 2. 2 machen Boxkampf gegen Obama und Nico. Julien 2 V2 versus Glatzköpfe. Zwei Luigi's versus Neu. Das ist so wie zu Ein Frosch schwitzt, weil er über eine Schlucht springt. Was? Okay. Oh, yo. Das wäre auf dem Baum. Ein trauriger Frosch auf einem Weg. Aber er ist fick. Oh nein, ich weiß, was daraus geworden ist. Ein Frosch wandert über Hügelwege zu einem Gebirge. Nein. Ich hab so verkackt, ne? Was? Ey, wie heißt dieses Spiel? Geht durch die Berge. Was man immer in der Dings. Pushy! Er sieht aus wie Pushy, Junge. Hattet ihr das auch in der Grundschule, ja, in den Computerräumen? Er sieht aus wie Pushy. Oh, dieses Videospiel, diese, ne? Diese Berge, Lukas. Oh. Ich hab mir Mühe gegeben. Wie findest du diese Berge? Ich glaube, bei der Ente habe ich am wenigsten Mühe. Verkauft möglich. Bruder an weißen Fanfahrer. Jo. Okay. Verkauft. Ich weiß, was daraus geworden ist. Luigi Eck verkauft ein Kind für 200 Euro. Du wieder Luigi. Oh. Oh. Hellhautige sind ausverkauft, deswegen Rabatt auf dunkle Haut. Was? 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 Ein Job mit behaarten Menschen. What the fuck? Yo! Was? Was haben wir hier erschaffen? Schöner. Wie er versucht, seine Videos werbefreundlich zu halten. Komi joint dem Discord und schreit. Perfekt. Komi schreit in Discord. Ich glaube, das kann man nicht mehr ruinieren. Ja. Discord cool, wo Julia und Komi sind. Komi schreit. Wow. Er sieht einfach nur krass aus, weil er das schräg gemalt hat. Ja, true. Big Brain, Jungs, Big Brain. Nicht, weil er gut zeichnen kann oder so. Nein, nein, nein. Ja, also ich fand, am besten gezeichnet war das von Julia Leischek hier. Das mit den, ja, das mit den Erhängten oder welches? Nicht das mit den Engen, jetzt von dem. Achso. Ja, true. MGGA-Hund mit Airbags wird erschossen und What the fuck? Juli verschießt ein Hund, um Kopf-Sneaker zu bekommen. Warum ich das? Julian! Ja, weil du bist ein Gangster. Und verlangt nach Friedfüllen. Warum Friedpfötchen? Bauarbeiter möchte Friedpfötchen für Menschen mit langen Armen. Gib Friedpfötchen. Jo, was ist denn Bauarbeiter? Der Bauarbeiter Ninja. Hey, warte, warum Mensch mit langen Armen? Der hat lange Arme. Nee, der eine ist kurz. Ich meine, ist ein Recht. Warum habe ich nur einen halben Arm recht? Hä? Ja, ich fand das so super. Das ist der Winkel, Jin, das ist der Winkel. Ah, ja, der Winkel. Ja, okay, ich gehe aber jetzt mit dem Hund raus. Ja. Gib Friedpfötchen.